Willkommen zu unserem zweiten Videoguide zum neuen rundenbasierten Strategierollenspiel Blackguards im Universum von Das Schwarze Auge, entwickelt von Daedalic Entertainment. Im letzten Teil haben wir euch eine kleine Entscheidungshilfe in Sachen Klassenauswahl gegeben. Heute dreht sich alles um die Fähigkeiten eurer Helden. Wie im vorangegangenen Guide versprochen, stellen wir euch in diesem Video auch die freie Charakterentwicklung vor. Um die Vorteile dieser besser zu verstehen, ist es jedoch empfehlenswert, sich zuerst mit dem Skillsystem auseinanderzusetzen, was wir daher auch zuerst an dieser Stelle machen wollen. Das Skillsystem. Das Skillsystem von Blackguards, sprich die Möglichkeit, die Fähigkeiten deiner Charaktere auszubauen und zu verbessern, beruht vor allem auf dem Regelwerk der Pen-and-Paper-Vorlage, das Schwarze Auge, und wird alten Hasen sicherlich schnell vertraut vorkommen. Für alle anderen gibt es an dieser Stelle einen kleinen Ausflug in Sachen, was gibt es beim Skillen der eigenen Heldentruppe in Blackguards eigentlich zu beachten. In Blackguards erhalten sowohl dein Held als auch die Mitglieder deiner Gruppe nach jedem erfolgreich überstandenen Kampf oder gelöster Quest eine gewisse Anzahl an Abenteuerpunkten. Diese Punkte kannst du nutzen, um die Fähigkeiten deiner wackeren Recken zu verbessern. Dabei stehen dir grundsätzlich 5 unterschiedliche Kategorien zur Verfügung: Grundwerte, Waffentalente, Talente, Zauber und Sonderfertigkeiten. Kategorie 1: Grundwerte. Hier kannst du Abenteuerpunkte ausgeben, um die Eigenschaftswerte deines Helden zu verbessern. Eigenschaften wie Körperkraft oder Gewandtheit steigern jeweils einen oder mehrere Grundwerte, die im Kampf eine gewichtige Rolle spielen. Darüber hinaus können in die Grundwerte Astralpunkte, Lebenspunkte und Magieresistenz hier ebenfalls direkt Punkte investiert werden. Die Werte der Eigenschaften bestimmen aber nicht nur die Grundwerte, sondern wirken sich auch auf die Erfolgschance von Talenten und Zaubern aus, beziehungsweise können Bedingungen für das Lernen eben dieser sein. Wie genau, das erklären wir in der jeweiligen Skill-Kategorie und anhand eines Beispiels in einem kommenden Video über das Kampfsystem. Die Steigerung der Grundwerte macht sich vor allem zum Ende des Spiels hin deutlich bemerkbar und ist hier sehr effektiv. Wer hier investieren will, sollte jedoch ein geduldiger Spieler sein, denn diese Verbesserungen können nur mit einer, gerade zu Beginn, relativ hohen Anzahl von Abenteuerpunkten erlangt werden. Kategorie 2: Waffentalente. Das Skillsystem von Blackguards soll dir als Spieler möglichst viele Freiheiten und Raum zu außergewöhnlichen Spielweisen lassen. Die Waffentalente spiegeln dies in besonderer Art und Weise wider. Zwar besitzt jede Klasse zu Beginn auch eine gewisse Anzahl schon verteilter Punkte, wie hier der Krieger für Hiebwaffen, so ist es doch auch möglich, dem Krieger weitere Waffentalente wie zum Beispiel das Armbrustschießen beizubringen. Prinzipiell ist es so möglich, unabhängig von der Klasse des Helden, ihm jedes Waffentalent beizubringen. Das Waffentalent bestimmt dabei die Treffer- und die Parierchance mit der jeweiligen Waffenart. Ein Regler ermöglicht es dir, die Kampfhaltung mit der jeweiligen Waffenart in Richtung offensivem oder defensivem Kampfstil zu verschieben und so die Treffer oder eben entsprechend die Paradewahrscheinlichkeit zu erhöhen. Natürlich ist es aber auch möglich, ein ausgeglichenes Verhältnis beizubehalten und den Weg der goldenen Mitte zu gehen. Diese Einstellungen können während des gesamten Spielverlaufs über den Charakterbogen immer wieder neu angepasst werden. Du musst dich hier also nicht festlegen und kannst ausprobieren, welche Konfiguration für welchen Kampf am meisten Sinn macht. Bei Fernkampfwaffen fällt diese Einstellung übrigens weg, da diese nicht parieren können. Besonders zu Spielbeginn ist das Steigern der Waffentalente eine im Hinblick auf die einzusetzenden Abenteuerpunkte recht effiziente Möglichkeit, die Treffer- und Parierchance deines Helden mit einer Waffenart zu steigern. Kategorie 3: Talente. Neben den Waffentalenten und den Grundwerten gibt es auch die Gruppe der Talente, in die man Abenteuerpunkte investieren kann. Hier sind vor allem Taktikfüchse gefragt. Die Talente, die man hier ausbilden kann, wirken sich in eher indirekter Weise auf die Effizienz der Heldentruppe aus. Sie müssen vor allem zum richtigen Zeitpunkt im Kampfgeschehen eingesetzt werden. So kann es sich beispielsweise auszahlen, wenn man das Talent Kriegskunst steigert, denn so kostet unter anderem ein Waffenwechsel keine Aktion mehr. Das kann vor allem dann entscheidend sein, wenn du zum Beispiel als Fernkämpfer schnell vom Bogen zum Nahkampfwaffenset wechseln musst, weil dein Held sich von Gegnern umringt sieht. Das bringt dir deutlich mehr Flexibilität in deiner Spielweise. Auch Talente wie Fallen stellen oder finden, Informationen über Umgebung und Gegner zu erlangen, sowie auch generelle Preisrabatte für den Einkauf bei Händlern können hier erlernt werden. Wer diese Talente richtig zu nutzen weiß, kann sich also einige Vorteile im Spiel verschaffen.
Sämtliche Talente basieren, wie auch im DSA-Regelwerk, auf einer Kombination von drei Eigenschaften. Zum Beispiel basiert das Talent Körperbeherrschung, das ermöglicht, ein Ausrutschen oder Niedergeworfenwerden zu ignorieren, auf den Eigenschaften Mut, Intuition und Gewandtheit. Die Werte dieser Eigenschaften bestimmen, neben dem Talentwert selbst, die Chance auf ein Gelingen dieses Talents, also wann immer ein eigentlich zu Boden gehender Held eben stehen bleibt. Je höher diese Eigenschaftswerte und der Talentwert selbst sind, desto wahrscheinlicher funktioniert die Körperbeherrschung. Noch ungelernte Talente können nicht einfach so gelernt werden, sondern erfordern es zunächst, einen Lehrmeister aufzusuchen, der dieses spezielle Talent vermitteln kann. Wann immer du also auf einen solchen im Spiel triffst, solltest du dir gut einprägen, wo du ihn gefunden hast. Kategorie 4: Zauber. Bei Blackguards ist es, treu der DSA-Vorlage, nur magisch bewanderten Charakteren erlaubt, Zaubersprüche zu wirken. Diese Fähigkeitenkategorie steht also auch nur Magiern zur Verfügung. Neue Zauber können wie Talente nur bei Lehrmeistern erlernt werden, schon Erlernte jederzeit außerhalb eines Kampfes verbessert werden. Eine zusätzliche Möglichkeit bieten die seltenen Zauberbücher. Sie können bei Händlern erstanden werden oder Belohnungen für Quests sein. Zauber sind in die Kategorien Schaden, Verteidigung, Verstärkung und Schwächung unterteilt. Je nach eurem Spielstil können eure magisch begabten Helden so unter anderem mächtige Schadensausteiler werden oder die Truppe mit stärkenden Zaubern unterstützen. Jeder Zauber hat sowohl einen Fertigkeitswert als auch einen Stufenwert. Der Fertigkeitswert eines Zaubers steigert die Erfolgschance desselben und kann direkt gesteigert werden. Jeder Zauber hat 4 Stufen, die jeweils ab einem Zauberfertigkeitswert von 0, 8, 13 und 18 verfügbar werden. Je Zauberstufe ändern sich beispielsweise Werte wie verübter Schaden, Wirkungsradius, Effekt oder Effektdauer. Ein besonders hochstufiger Zauber bringt oft ganz neue Effekte zutage. Oft sind höherstufige Zauber aber schwerer zu wirken und kosten mehr Astralpunkte. Die verwendete Stufe eines Zauberspruches kann im Kampf jederzeit frei gewählt werden. Ein Beispiel: Steigert man den Fähigkeitswert des Zaubers Fulminictus Donnerkeil, so verbessert sich über die ersten 3 Stufen dessen angerichteter Schaden, zugleich steigen aber auch die Kosten der Anwendung. Auf der 4. und höchsten Stufe wandelt sich der Zauber von einem auf ein einzelnes Feld beschränkten in einen kegelförmigen Flächeneffekt, der mehreren Gegnern schaden kann. Das Gelingen von Zaubern wird ganz wie bei den Talenten durch jeweils 3 Eigenschaften bestimmt, die von Zauber zu Zauber unterschiedlich sind. Wie in unserem vorherigen Video schon erwähnt, leidet das Gelingen magischer Fähigkeiten übrigens immens darunter, wenn der Träger Metall am Körper trägt. Waffen sind davon aber ausgenommen. Auch wenn dem Magier so eine Vielzahl an Möglichkeiten offen steht, so ist er doch nicht übermächtig. Er muss immer darauf achten, mit seiner Astralkraft Haus zu halten, da es sich sonst im Kampfgeschehen sehr schnell ausgezaubert hat und er zu einem leichten Ziel wird. Kategorie 5: Sonderfertigkeiten. Schlussendlich gibt es bei Blackguards auch noch die sogenannten Sonderfertigkeiten. Diese ermöglichen es dir, für deinen Helden besondere Fertigkeiten verfügbar zu machen. Gelernt werden können die Sonderfertigkeiten nur bei einem Lehrmeister, der die entsprechende Fertigkeit im Repertoire hat. Die Sonderfertigkeiten sind in 4 Kategorien unterteilt: Nahkampf, Fernkampf, Magie sowie passive Fertigkeiten. Auf diese Weise lassen sich spezielle Angriffe oder zusätzliche Boni, wie zum Beispiel eine erhöhte Regenerationsrate von Astralpunkten im Kampf, freischalten. Nur hier können deine Helden Variationen für ihre Standardattacken lernen. Dies ist besonders für nicht-magiebegabte Kämpfer interessant. Zwar haben diese eine verminderte Trefferwahrscheinlichkeit, können jedoch mit erhöhtem Schaden oder zusätzlichen Effekten aufwarten, wenn sie gelingen. Du solltest dir daher immer genau überlegen, ob du auf eine gewagte Attacke setzt, die mehr Schaden anrichten kann, oder eine normale, die zuverlässiger trifft. Freie Charakterentwicklung. Kommen wir jetzt nochmal zurück auf die freie Charakterentwicklung, die wir ja schon zu Beginn des Guides angesprochen haben. Sie ist quasi so etwas wie die Königsdisziplin des Killens von Blackguards. Hier kannst du von Beginn an alle Abenteuerpunkte deines Helden frei verteilen und selbst festlegen, mit welchen Eigenschaftswerten, Fähigkeiten, Talenten und sogar Grundausrüstung er in den Kampf ziehen soll. Entsprechend musst du hier also auch festlegen, ob du einen magiebegabten oder einen nicht magiebegabten Helden spielen möchtest. Jedoch ist hier Vorsicht geboten. Die freie Charakterentwicklung erfordert von Beginn an ein hohes Maß an Kenntnissen über das Skillsystem von Blackguards.
Wer hier unsinnig Punkte verteilt, kann seinen Helden im schlimmsten Fall schnell auf die Ersatzbank verbannen. Jetzt seid ihr dran. Zeigt uns eure Skillbuilds und wie eure Helden sich im Kampf schlagen. Direkt hier bei YouTube oder schaut bei uns im Forum vorbei und tauscht euch mit anderen Aventurienreisenden aus. Zu finden gibt es uns natürlich auch auf Facebook. Hier gibt es immer die neuesten Informationen rings um Blackguards und Daedalic. Hintergrundinformationen und alles Wichtige zum Nachlesen gibt es auf blackguards.de. Wer sich noch nicht den Blackguards angeschlossen hat, dies jetzt aber dringend nachholen möchte, ist herzlich eingeladen, sich beim Steam Early Access anzumelden. Außerdem wird es eine prall gefüllte Retail Collectors Edition geben, die mit einer Höhlendrachenstatuette, einem Hardcover Artbook, einer Landkarte und weiteren interessanten Inhalten aufwarten kann. Wir sehen uns in Aventurien!